und ich plapper da so einfach vor mich hin, irgendwas. Das ist gerade eben erst aufgehört. Also gerade eben ist da gestanden, du bist jetzt live, also die meinen uns. Du, wo haben wir unsere? Unsere Hörner. Die brauchen wir erst morgen. Morgen? Ich hab schon meine Ohrringe an. Da guckt ihr, bis ist wieder Weihnachten. Aber wir haben ja noch ein paar Lives, noch das eine oder andere vor Weihnachten. Dann ziehen wir unsere weihnachtliche Geweihe an. Genau. Einen wunderschönen guten Abend. Wünsche mir euch. Ja. Hier aus, live aus der Stofflade. Aus Waldshutingen. Aus Waldshutingen. Das ist ganz im Süden der Republik, an der Schweizer Grenze. Genau. So ist es. So, brauchen wir sonst noch irgendwelche? Ja, also heute wird es kuschelig, haben wir gesagt. Genau. Also so schön Wetter ist draußen, so kalt, so wirklich arschig kalt. Ja, es war so richtig, richtig Kuschelwetter und heute ist immer noch Kuschelwetter, weil jetzt wird es da draußen nass und dann ist es gruselig. Und dann haben wir auch was Warmes zum Einkuscheln. Ein bisschen was, ein Stepper haben wir noch dabei, weil manchmal braucht man ja auch ein bisschen Wind und wasserfester. Und schauen wir mal, was wir für euch tun können. Hallo zusammen, die Maria, die Sandra und alle, die dabei sind. Einen wunderschönen guten Abend. So, das ist ein Herz, ein etwas größeres Herz. Ihr habt es verstanden, das oder? Das passt nicht. Mein Herz habt ihr gesehen. Genau. So, jetzt. Also. Dankeschön für die Herzen, die jetzt von zu Hause kommen. Vielen Dank. Ja, wo fangen wir denn an? Also ich habe da schon was aufgewickelt. Aufgewickelt? Aufgewickelt. Du hast Sauerei gemacht, oder? Ja. Abgewickelt. Und zwar ein Leo. Kuschelweiche Leo. In Rosé mit so Tigertupfen. Tigertupfen. Kann man auch zu zweit, da kann man auch zu zweit auf dem Sofa kuscheln. Ja, mir gerade noch so. Ach so. Also es reicht noch für eine Jacke. Mhm. Es ist natürlich ein Polyesterfell-Imitat. Aber ein ganz, ganz kuschelweiches. Das ist so wirklich so ein Schmeichelstoff. Das ist eigentlich so ein Stoff, wo man immer anfassen möchte. Das ist so ein Schmeichelstoff. Was? Ein Fussel. Also ich habe heute Abend genau die richtige Klamotte an für sowas, weil mir zeige Fell. Das heißt, wir haben das ist fusselig. Seht ihr das? Ah, guck mal. Ich bin, also zum Ende von diesem Ding bin ich ganz fusselig. Also denkt euch nichts dabei, gerade eben war ich noch sauber. Also fusselig. Fusselig. Das ist kuschelig, nicht fusselig. Wie viel ist denn das ungefähr noch? Hm. Hast du das gemessen? Nein. Nein. Warte mal, lass mal gucken. 1,60 Meter. 1,50 oder 1,60 haben wir davon noch. 1,50 oder 1,60, das ist ein Reststück. Und das ist breit, auch 1,50. Also es ist quadratisch praktisch. Und dann, das kostet 17,90 Euro der Meter. Also ist noch ein Reststück, ungefähr für eine Jacke oder für ein, ja, eine Jacke genau, gibt's für ein noch. Projekt gibt es noch. Ich zeige euch nochmal die wunderschöne Farbe. Schaut mal. Ja, mit diesem wunderbaren Kamel und einfach ein Rosé. Also wirklich ein ganz ein toller, super kuschelige Leo. Ja, da. Jetzt wickel ihn wieder auf. Du wickelst ihn auf? Ich mache mit Leo weiter. Ja. Ich mache mit Leo weiter und irgendwo habe ich doch einen Hocker gehabt und meinte, ich muss mir einen Hocker holen. Das ist jetzt... Ach, das geht gar nicht. Ja, räum du mal schön auf. Elegant. Die Evi macht das extra elegant, weil sie ist ja jetzt im Bild gewesen. Habt ihr sie gesehen, wie sie elegant aufgewickelt hat? Das kann die nämlich. Ich gebe mein Bestes. Okay, das ist jetzt... Ach so, meinst du? Der normale Leo. Das ist ein wunderschöner jeansblauer Leo. Schaut mal, so ein jeansblau oder Petrol. Und der hat so ein bisschen so einen Streifen da drin. So also wirklich wunderschön. Schaut mal. Und das ist jetzt in diesem Jeansblau und hat den Leo in Grau und in Dunkelblau. So ein bisschen diese Leo-Dinger, aber nicht so aufdringlich. Natürlich sehr, sehr viel eleganter und sehr viel zurückhaltender natürlich, so wie ich. Das wäre jetzt der Stoff für mich, ein zurückhaltender Stoff. Hier zurückhaltende Leute. Zumindest so lange, bis ich den Mund aufmache. Ein wunderschöner Leo mit diesen Streifen. Die Streifen sind längs am Stoff. Also hier ist die Webkante. Also die sind längs, die Streifen. Sind wirklich wunderschön, so ein bisschen plastisch. Und wir haben hier eine Breite von 1,50. Das ist eine ganz normale Standardbreite. Und der Preis kostet 23,90 Euro für einen laufenden Meter von diesem wunderschönen Fellimitat. Das natürlich auch wieder aus 100% Polyester ist.
Und so sieht es aus. Und da macht man, wenn ihr euch fragt, wie man die verarbeitet, also entweder man macht ein normales, einfaches Futter da rein, also so ein rutschiges Futter, dann sind die auch schon mal. Oder man könnte natürlich auch ein Stepper da rein machen, ein Stepper. Dann wird es eine richtig dicke Winterjacke, die also auch für alle Temperaturen und durch alle Widrigkeiten euch trägt. Kuschelig, warm, außenrum und innen drin super praktisch. 23,90 für diesen schönen Leo in diesem Blau mit Grau. Ja. Ich nehme das Ding mit. So, wir kämpfen da gerade mit unserem kleinen Podest. Ja, ich habe hier was ganz, ganz Spezielles. Und zwar ist das auch ein Fellimitat, im schönen Rosa. Und zwar hat es da drin wie so Tüllbänder. Und zwar in so einem Wellenmuster mit verschiedenen Farben. Also ich könnte mir das super vorstellen für so kleine Mädels, so ein kleines Mäntelchen oder Jäckle oder auch ein Body für die, so mit vorne mit dem Reißverschluss und so richtig, ich muss den mal weiter hoch machen, damit man da besser was sieht. Ja, da fliegt man jetzt nicht weg. Dann sieht er das mal am Stück. Also gerade die Welle in lauter Pastelltöne. Und es sind tatsächlich lauter Tüllstreifen drin. Mhm. Aufgenäht. Ja, genau, aufgenäht. Sieht man das so? Ja, also ein toller Effekt. Und der Preis von diesem schönen Teil 27,90 und ist auch 1,40 breit. Upsa, Hilfe. Ja, Hilfe. Haben Sie da was angenäht? Ich zeig's gerade nochmal. Am Stück. Natürlich auch für eine schöne Decke, gell? Ja. Oder Kissen. Ich habe ein wunderschönes, so ein ganz weicher, ich weiß gar nicht, ob ich euch den zeigen will. Das ist jetzt wirklich so. Ich nehme ihn gerade mit heim. Der ist so wunderschön kuschelig. Das ist jetzt wirklich so eine ganz weiche Qualität. Da kann man sich wirklich so eine Sofadecke oder so ein warmes Ding vorstellen. Am besten macht man den doppelseitig, dann hat man innen und außen dieses Kuschel. Und schau mal, so sieht es aus. Das ist so schön. Ist auch innen auch schön. Innen ist es genau. Wenn man es nicht füttern will, kann ich mir das auch so vorstellen, wenn man sie nicht ganz so warm will. Also die Rückseite ist auch nicht ganz, ist nicht brettig, so wie man das früher gehabt hat in den Fellimitate, sondern es ist wirklich ein hochwertiges, schönes, weiches Fellimitat für Oberbekleidung gedacht natürlich. Und deswegen ist es so schön weich. Und schaut mal, das fällt wirklich. Also man sagt ja immer, das ist ein Kunstfell und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein hochwertiges, echtes Fell in der Hand gehabt habt. Die Falle ja so richtig schön und die Leder und es fühlt sich ganz, ganz ähnlich an, aber dafür muss kein Tier sterben, Gott sei Dank. Und es sieht wirklich wunderschön aus. Es ist so ein Grau gebartigt ein bisschen, nenne ich es, weil es ist nicht so ganz einfarbig grau und da innen drin ist es so ein bisschen dunkler, da wo die Streifen aussehen, da ist es ein bisschen dunkler und es ist einfach wunderschön. Schaut mal, es ist wirklich ganz, ganz toll. Davon eine lange Weste oder eben eine Jacke oder auch ein Mantel, so richtig schöner, weitschwingender A-Linienmantel, wo unter die Saumlinie so um einen drumherum schwingt bei jedem Schritt und oben darf es ein bisschen mit Schalkrage vielleicht, der Schalkrage, der so ein bisschen hoch geht und einfach kann ich mir so richtig vorstellen. Und da passen dann alle Wintersachen, Winterklamotten drunter, weil man den auch ein bisschen weiter macht. Und es ist einfach eine ganz tolle Wintergeschichte mit Stiefel dazu, passende Mütze. Also ein wunderschönes Graues, wieder mit Streife. Das schimmert so schön. Und wir haben auch hier einen Preis von 22,90 €. Das ist wirklich unschlagbar, der Preis. 100% Polyester natürlich. Und genau, die Breite ist auch hier wieder 1,40 bis 1,50. Die Evi hat ihren Kleber drüber geklebt, ich sehe es nicht mehr. Aber 1,50 haben wir bestimmt, der ist schön breit. Wunderschön, schaut mal einfach nur, damit ihr seht. Das ist wirklich so ganz, ganz, ganz kuschelig weich. Vielleicht habt ihr ja Spaß daran und das sieht, also das fühlt sich genauso an, wie es sich jetzt aussieht. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wärmstens empfehlen. Die Evi bringt den nächsten. Ja. Ich muss erstmal hier wegkommen. Ja, alles Hilfe! Das ist schon. So, mein Gott. Ich bin heute für den Glitzer zuständig, habe ich das Gefühl. Und zwar ist das ein hellblaues Fellimitat und mit lauter Goldpunkte drin.
Das ist natürlich richtig was für kleine Prinzessinnen. Oder auf eine Jeans kann ich mir natürlich auch so ein kurzes Säckle vorstellen oder eine Weste oder wirklich auch ein Kissen. Das ist also richtig auch kuschelig weich und ein schöner Effekt. Also so ein richtiges Hellblau. Und auch 1,40 breit, würde ich sagen. Und der Meter ist 26,90. Und es gibt den auch noch in einem ganz heller rosa Ton. Ist genau dasselbe, auch mit diesem schönen Goldglitzer drin. Ich habe da Angst, ich werde erschlagen so zwischendurch. Da fliegt immer mal so ein Balle weg. Ja, das ist so. Ja, also ich lebe noch. Also hier das hellrosa, es ist wirklich ganz zart. Mhm. Ja, also kein Lachs, es ist, ich kann es gar nicht sagen. Also es ist eher so ein Rosé-Deroton, aber richtig schön zart mit dem Goldton. Für kleine Prinzessinnen ein schön, oder natürlich auch noch vielleicht so ein kleines Röckle, könnte ich mir durchaus vorstellen davon. Und der Preis 26,90. So, und den nächsten Stoff, den ich euch zeigen darf. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Habt ihr Spaß an den Stoffen, die wir euch zeigen? Oder ist es so, ich finde, also so dieses, ich habe heute tatsächlich auch Kundinnen gehabt, die das gekauft haben und wollen sich Taschen machen, weil diese Taschen und diese kleinen, diese It-Bags, wie man sie auch immer nennt, die großen und kleinen, sind ja alle auch aus diesem Fake-Fur gemacht im Moment. Und danke für die Herzchen. Und ich verkaufe das tatsächlich auch als Taschen oder als Zubehör im Moment, weil alle diese Kuschelteile haben wollen. Und man kann sie sich ja auch einfach selber machen, wenn man der Sprache mächtig sind wir auch, oder dem Nählaster verfallen sind, und dann können wir uns diese Teile einfach auch selber nähen. Ein wunderschöner Waffelstruktur, auch ein ganz weicher, in diesem angesagten Wollweiß und mit dieser wunderschönen, ganz weichen, mit dieser ganz weichen Qualität. Ja, das ist wirklich super weich auch, und die Innenseite ist auch super angenehm, also wirklich auch überhaupt nichts so Brettiges oder so. Und da könnt ihr auch einen schönen Shopper machen oder so eine kleine Bauchtasche, ein kleines Täschchen, wo man überall hin mitnimmt, und man hat immer was Kuscheliges. Wenn es einem jetzt gerade nicht so gut geht oder man braucht eine Kuscheleinheit, kann man mit der eigenen Tasche kuscheln, und man hat immer also gute Laune dabei. Diesen schönen Stoff, den gibt es auch noch in Kamelfarben, Kamelbraun, genau, in diesem angesagten klassischen Kamelbraun habe ich den noch, und auch 100% Polyester, und ein Preis von 26,90 € bei einer Breite von gut 1,55. Das ist der braune, die Evi zeigt euch gerade. Genau, der ist auch ist einfach so kuschelig, ja, weich, wunderschön. Also 26,90 € für diese zwei Stöffchen, wobei ich jetzt auch dazu sagen sollte, müsste den weißen, da habe ich vielleicht höchstens noch für einen Mantel oder so, da mehr ist es auch nicht wirklich, weil der war auch schon sehr gefragt. Also eine wunderschöne Farbe, diesem Off-White, und die Evi hat sich was Schickes angezogen, ja, für euch. Ich habe mich mal kurz in so ein Fell geschmissen, also es ist einfach eine längere Jacke, und die Ärmel sind nicht so kurz, die sind extra so kurz genäht, damit man natürlich die langen Handschuhe gut so geht. Damit die lange Handschuhe, wo man da drunter trägt, dadurch gut zur Geltung kommen. Lederhandschuhe natürlich auch mal in einem Knallgrün oder Rot oder Schwarz oder einfach auch Strickhandschuhe. Aber sie müssen lang sein. Das ist dann das gewisse Etwas. Ja, und so sieht es dann aus. Einfach ganz schlicht, da braucht man keine große Shishi, weil da wirkt der Stoff schon extravagant. Ganz schlicht einfach gerade geschnitten und ruckzuck fertig. Mhm. Wie durch Watte gezogen. Ja, ich ziehe mich jetzt wieder aus. Mir wird es da warm. Aber ich zeige gerade mal einen Stoff, der so ähnlich ist wie der. Ja. Genau. Also ich bin inzwischen gefedert. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Diese Hose war eine schwarze, enge Jeans. Die ist immer noch schwarz und eng, aber ich bin komplett fusselig. Also ich weiß nicht, wie ich mich heute Abend wieder sauber, vielleicht kann ich das auf Betriebskosten wieder reinigen lassen. Also so nehme ich dich natürlich nicht im Auto mit, gell? Das machen wir ganz super, so nimmt sie mich nicht im Auto mit, sagt sie gerade zu mir. Na, ist das nett? Die Evi ist immer so nett zu mir. Oh, ich weiß gar nicht, wie das aushält.
So, ich habe jetzt gerade wieder einen extravaganten Stoff für euch. Den habe ich jetzt extra rausgesucht, weil die Evi jetzt gerade den Mantel anhatte. Das passt so ein bisschen. Den Mantelstoff haben wir natürlich nicht mehr da, weil den hat sie auch vor älteren Jahren genäht. Wir nähen ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Eigentlich nähen wir immer schon. Und dann haben wir natürlich auch Sachen zur Ansicht hier, wo keine aktuellen Stoffe verarbeitet worden sind. Aber wir finden immer Ähnliches für euch. Das ist jetzt auch ein wunderschönes Kunstfell, so ein bisschen im Ozelot oder so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese kleineren Tiere, die es ist kein Tiger und es ist kein Leo, aber irgendwie dazwischen. Wunderschön, eine wunderschöne Zeichnung mit diesem Gold, Schwarz und Grau und auch ganz, ganz edel. Und da könnt ihr auch einen einfacher Schnitt nehmen, so ähnlich wie die Evi den gehabt hat. Da braucht ihr auch keine Abnäher oder so, weil das ist dann völlig überflüssig. Das sollen ja so Hüllenmäntel sein, die einfach an uns fallen und dann auch alle Sachen drunter Platz haben. Wunderschöne, ich nenne es jetzt mal Ozelot. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wenn das nicht stimmt, entschuldige ich mich jetzt schon mal, aber dann hätte man zumindest mal einen Namen zu dem Stoff. Und wir haben eine Breite von ungefähr 1,50 Meter, 100% Polyester und 22,90 ist der Preis dafür. 22,90. Und die Streifen sind längs. Also hier ist die Webkante und die einfach längs der Webkante sind diese Streifen. So sieht der aus. Schaut mal. Wunderschön, auch nicht zu langflorig, einfach eine tolle Geschichte. Ja, ich habe auch wieder was Extravagantes, auch von der Farbe her, in diesem Grünpetrol. Das ist wirklich ein Tigermuster eigentlich und in diesen beiden Farben wirkt es natürlich schon auffallend. Aber auch gerade zu einer blauen Jeans, so eine Kurzjacke oder eine Weste, ist das natürlich ein super Kontrast. Ja. Und also es reicht. Also man darf nicht zu viel Luft holen. Weil das war ich jetzt aber nicht. Dann bleibt uns die Luft weg. Der Meter ist von dem 21,90 und auch 1,50 breit. Und für einen Mantel oder eine Jacke reicht es noch. Also schätze mal, das sind so noch 1,80 Meter. Ja, mit diesem schönen Grün. Spaßig. Ja, du bist schon am Kuscheln. Ich geh mal auf die Seite. Da ich sehe ja eh schon aus wie Sau. Also das muss man natürlich sagen. Also wir brauchen euch gar nichts vorzumachen, wenn ihr so ein Projekt macht. Das ist ein wunderschönes Projekt. Nehmt euch einen Tag frei, fangt früh morgens an zuzuschneiden und zusammenzunähen, alles versäubern, alles clean machen. Lasst Türen und Fenster zu, dass alle Fusseln in diesem einen Raum bleiben. Und wenn ihr das Projekt dann abends zu Ende gebracht habt, tut ihr alles absaugen, abwischen, irgendwas. Und die Reste am besten luftdicht, hermetisch in eine Tüte einpacken und entweder so verräumen oder ihr tut die Reste gerade weg, weil im Zweifelsfall habt ihr genauso viel Stoff, wie ihr braucht für euer Projekt. Und wenn es einmal vernäht ist, ist es wunderschön. Aber die Zeit zwischen Zuschneiden und Fertignähen ist ziemlich fusselig. Brauchen wir auch gar nichts vorzumachen, das ist so, aber das Ergebnis ist nachher umso sensationeller. Und so sieht der nächste Stoff aus. Schaut mal. Und der ist sogar noch ein bisschen kuscheliger wie die andere. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Auf alle Fälle ist der ganz, ganz, ganz weich. Der hat jetzt auch keine Struktur mehr, sondern der ist am Stück. Und ich weiß nicht, das ist eigentlich, ist es. Es ist eine Mischung zwischen Tarnmuster und Kuh. Ich bin mir nicht sicher. Aber Tarnmuster ist es nicht. Es ist eher so wirklich so fleckig. Es ist so ein bisschen, kann es euch gar nicht sagen. Ich finde ihn einfach wunderschön. Macht euch selber ein Bild davon. Schaut mal. In braun, in hellbraun, in schwarz und einfach alle Farben. Es ist wunderschön. Es ist wirklich ganz, ganz kuschelig. Und alle die vielleicht einfach sagen, ich möchte es gerne in natürlichen Farben, sind hiermit gut bedient. Schaut mal, wie der glänzt. Und er ist auch wirklich ganz anschmiegsam, ganz weich. Und haben diese, die haben alle diese schöne Rückseite, die auch ganz weich ist und auch überhaupt gar nicht irgendwie aufträgt oder kratzt. Von dem her sind wir da auch auf der sicheren Seite. So, und um euch die restlichen Infos zu geben, 100% Polyester, 1,50 breit und ein Preis von 21,90 € für dieses wunderschöne, kuschelige, naturfarbene Kind in all diesen Flecken und Farben. Evi? Ja. Evi, darf noch was Schönes für euch. Und zwar auch wieder so ein toller Rippen, mit Rippen, wie Josie vorher schon gezeigt hat. In diesem Blau mit den Leo-Flecken drauf. Und der ist jetzt auch wie so gebartigt.
diese Farbe in verschiedene Grau-Blautöne. Und da habe ich so eine Tasche davon gesehen, die sieht also auch ganz cool aus. Also auch natürlich wieder alles so weich wie die anderen auch. Die sind wirklich hochwertig vom Fell her. Und innen ist es dann auch diese Batikmuster, wenn man es jetzt wirklich mal nicht füttern möchte. Und der Mantel geht auf, da ist auch innen ein schönes Futter. Und der ist tatsächlich 1,60 Meter breit und kostet 23,90 der Meter. Ja, und die Rippe sind längs, aber man könnte sie natürlich auch quer verarbeiten, je nachdem, was man gern machen möchte. Ja. So, muss ich wieder mein Fusselteil. Ach, ich gehe da rum. So, wir gehen langsam über. Wir haben ja auch, wir haben tatsächlich auch noch zwei Stepper oder sowas dabei. Und damit wir jetzt keinen so einen ganz krassen Übergang haben, habe ich jetzt was dabei, was fällig und steppig ist. Fällig und steppig. Und nachher noch habe ich noch zwei Stepper mitgebracht, um euch die auch noch zu zeigen. Wir haben natürlich auch noch viel mehr. Aber von diesen Stoffen haben wir genau zwei Stück. Das ist jetzt ein Stepper in Grau, wie ihr ungleich sehen könnt. Das ist der Stepper. Da ist dazwischen auch diese Polyester-Einlage, wie wir sie von Steppern kennen. Aber das Besondere, Moment, das Besondere an diesem Stöffle ist, dass der eine Fellinnenseite hat. Schaut mal. Und zwar ist das genau so, das ist die Außenseite oder wie auch immer man es nehmen will. Dazwischen ist diese Füllung, diese Füllwatte. Und auf der anderen Seite ist dieses ganz, ganz kuschelige Fell. Und das macht natürlich auch, dieses Double Face macht, dass wir uns über Füttern und über Innenfutter, wie auch immer, überhaupt keine Gedanken machen müssen, weil das haben die schon für uns erledigt. Das ist jetzt längst zusammengesteppt, das ist so zusammengesteppt, da seht ihr es, das ist die Steppo. Also alles ist schön fixiert, alles ist fest, man braucht gar nichts zu machen und einfach eine tolle Alternative. Den gleichen Stoff gibt es auch noch in Schwarz, genau, in Schwarz mit diesem Fell innen drin, also wunderschöne Geschichte. Und eben für Ideen, für Westen oder für lange Jacken, so Übergangsmäntel, wo man auch mal über ein langes Kleid anziehen möchte. Also den schwarzen könnte ich mir jetzt gut vorstellen, auch als Mantel, wenn man jetzt zu Silvester oder zu Weihnachten mit dem schicken Outfit ausgeht und man sagt, okay, ich möchte jetzt einen Mantel machen, der bis runter geht oder fast bis runter, aber darf nicht zu schwer sein und muss einfach zu nähen sein. Und dann kann man wirklich sowas nehmen, entweder dieses edle Grau oder in Schwarz habe ich den auch und macht sich einen einfachen, langen Mantel. Und dann kann man diesen Mantel wirklich gut über die festere Garderobe ziehen und man ist einfach draußen geschützt und etwas gewärmt, bis man dann ins Auto kommt oder vom Auto in den Festsaal oder in die Lokalität, wo man dann halt hingeht. Das ist also eine ganz tolle Alternative für so einen leichter schützenden Mantel. Und dann zeige ich euch noch, ich habe bestimmt auch einen Preis dazu. So, diese Geschichte, diese Double-Face-Geschichte hat einen unschlagbaren Preis von 16,90 Euro. Also das ist also wirklich eine Geschichte, die man auch wirklich auch in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis verwirklichen kann. Die Breite ist 1,45, ungefähr 1,40 würde ich rechnen, weil da ja der Rand immer so ein bisschen kruschelig wird bei diesen zusammengesteppten Sachen. 16,90 Euro in Grau und in Schwarz habe ich ihn da auch stehen. Aber das könnt ihr euch ja dann vorstellen. Wie gesagt, wunderschöne Stoffe für den praktischen Auftritt. Ich habe auch meinen Auftritt. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin die Yeti. Naja. Naja, also er hat wirklich extra lange Fransen und es ist kein Fasnachtsstoff. Es ist tatsächlich aus Modekollektion. Die haben wir bekommen, aber ja, wahrscheinlich brauchen wir es auch für die kommende Faschingszeit. Die haben wir noch in anderen Farben, in Grün und in einem Rostfarbton, auch wirklich mit diesen langen Fransen. Das sieht man richtig, ach, das ist richtig. Und es sind keine, ist nicht gestärkt, es sind auch wirklich schön weiche Fransen. Also ich könnte mir da tatsächlich eine Weste vorstellen, die bis zu der Mitte Wade geht. Und dann einfach eine Jeans und dicke Pulli drunter oder auch über einen Anorak. Also, und dieser Franzenlook, der kostet 24,90. Das ist also wirklich ein Langzottel. Ja. Ja, und aber total weich. Also nicht, das sieht auch nicht billig aus oder wie jetzt ein Faschingsteil. Du hast es in der Auge. Ja.
Genau. So. Also auch in dem Dunkelgrün und in Rost. So, genau. Jetzt muss ich was auspacken noch hier. Ich packe noch aus. So, ich komme. Ich komme von der Seite. So, wenn ich jetzt nur diese Stoffe in der Hand gehabt hätte, würde ich jetzt nicht so aussehen, wie ich aussehe. Aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich heute Morgen gedacht habe. Ich habe gedacht, sie ist weihnachtlich, sie hat was Rotes und was Schwarzes an. Oh, jetzt sehe ich aus wie, rede mal nicht davon. Ich habe ein wunderschönes weihnachtliches Grün für euch. Schaut mal, ein wunderschönes Stepper mit diesen Ellipsen oder was immer da drauf sind. Das ist wunderschön. So. Ein Stepper, der innen und außen schön ist. Der ist nämlich innen auch schon gefüttert. Das heißt, ihr braucht hier auch kein extra Futter, weil das ist auf beiden Seiten. Dazwischen unsere Polyester-Füllwatte verarbeitet. Schön versteckt in diesen Ellipsen hier drin oder was immer das ist. Das ist wunderschön. Ein tolles Grün finde ich auch. Das Grün sieht man auch immer wieder. Das ist auch diese Farbe. Ich habe mal, das schimmert so schön. Da kann man auch einfach ein einfache Blouson machen oder auch eine lange Weste, eine längere Jacke, wo einfach über Popo geht und die Oberschenkel so mit ein bisschen mit einpackt. Vielleicht noch eine Kapuze dazu. Und von dem her sind er immer gut angezogen. Also wirklich ein wunderschöner Stepper. Von diesen Steppern haben wir natürlich noch viel mehr. Wir haben viel mehr andere Farben. Wir haben noch zwei, drei andere Qualitäten. Ich habe einfach nur ein bisschen für euch mitgebracht. Und die Evi macht gerade Faxen. Also ich habe den hier nochmal in einer anderen Farbe mitgebracht, weil ich die einfach so schön auch finde von den Farben. In diesem schönen Smaragdgrün fast ist das. Und dann habe ich den noch in einer anderen Farbe. Ich sage doch erstmal jetzt die Einzelheiten zu diesem Stoff. Der ist 1,40 breit und kostet 21,90 Euro mit diesem doppelseitigen Stepper, weil der ist eben innen auch so ein schöner. Müsst ihr nur die Kanten versäubern und dann habt ihr die Geschichte auch schon fast fertig genäht. Und die zweite Farbe habe ich hier auch stehen. Die zeige ich euch auch direkt. So. Und die zweite Farbe ist, oh mein Gott, wir haben Erdbeben. Tada, schaut mal, das ist die zweite Farbe. Ist die nicht toll? Das ist so eine Mischung zwischen, es ist kein Pink und es ist aber auch nicht Rot. Und es ist auch nicht wirklich Himbeer irgendwie. Hallo Christian, Christian ist zurück in Trier. Hallo, wunderschönen guten Abend, das ist unser guter Freund aus Trier, unser Bester. Das ist die zweite Farbe, die ich euch zeigen wollte. Das ist auch das ist genau dasselbe Stoff. Wieder für 21,90 Euro und auch doppelseitig abgesteppt. Das heißt, ihr habt zwei schöne Seiten. Wir haben auch zwei schöne Seiten. Nur schöne wir Seite, haben nur egal. Schöne Seiten. Seite. Genau. Das würde jetzt zum Beispiel auch zu meinen Ohrringen passen. Schaut mal. Das würde, also wunderbar. Das ist also ein Traum. Ein Traum. Also vielleicht muss ich mir noch eine Jacke machen. Passt zu meinen Ohrringen. Also, wenn ihr was davon braucht, wie gesagt, 21,90 Euro hier bei uns im Laden zu haben. Andere Stepper haben wir auch noch. Also, wenn euch Stepper grundsätzlich interessieren, kommt einfach rein oder fragt uns, schreibt uns eine Mail und wir würden euch einfach Informationen weitergeben. Ansonsten gibt es die Stoffe natürlich bei uns, wie immer, im Laden zu kaufen natürlich. Oder aber, wenn ihr von weiter weg seid, innerhalb von Deutschland, schicke mir euch diese Stoffe auch gerne zu. Einfach eine Mail schreiben oder eine Nachricht über WhatsApp oder Instagram oder Facebook. Mail. Per Mail geht auch immer. Und wir melden uns dann auf alle Fälle ganz, ganz schnell bei euch. Und meistens werden wir irgendwie, kommen wir zusammen und dann kriegt ihr die Stoffe und wir kriegen das Geld. Ja. Und wir haben dann natürlich auch zufriedene Kunden. So ist es. Ja, wir haben natürlich noch viel mehr. Und zwar halt gerade die einfarbige Fellimitat, die haben wir in viele Farben, auch schon in Hinsicht auf die Faschingszeit, wo jetzt kommt. Die sind dann noch ein bisschen günstiger, also ganz einfach Uni. Und ja, in einige Farben, dann haben wir noch viel Zottel, also so die Langhaarzottel, wo wirklich für Fasching sind. Die haben wir in Schwarz, in Weiß, in Hellbraun und in Dunkelbraun. Wer ein Krümelmonster machen möchte, in einem Royalblau, in einem Giftgrün, ja, in Weiß, also und in Meliert, so wenn man so die Ungeheuer die oder Ungeheuer, so. Genau, die haben ja, dann die so. Haben dann ein dunkles Unterfell, das ja. Sieht wirklich so richtig cool aus. Genau, da haben wir also wirklich, wir ja. Sind voll eingedeckt mit Fell und die wartet alle auf euch. Genau, wir haben auch noch ein langes Zottelfell in Weiß natürlich für die ganzen Wichtelgesichter, für die Wichtelbärte und so weiter, der steht dahinter. Ja, genau, die Evi. Genau, brauchst gar nicht weiterkommen, man sieht ihn. Genau, das ist ein weißes, langfälliges Zottel für
Top. Also für die ganzen Wichtelgesichter und so weiter kann man die wunderbar benutzen. Haben wir jetzt auch schon das eine oder andere Bastelherz damit versorgt. Und also auch das gibt es bei uns. Wie gesagt, hiervon, das wird mir jetzt gerade warm, wenn man sich das so anhebt. Man könnte einfach nur so ein Stück Stoff um einen drum herum binden, dann wird es auch schon warm. Reicht schon vom Zuschauer, dann wird es mir schon warm. Das liegt nicht am Stoff, das liegt an mir. Ach so. Wird andere auch warm, wenn sie mir zugucken. Da kann ich auch nichts dafür. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt. Wunderbar. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch ein bisschen was Schönes zeigen konnten, dass vielleicht das eine oder andere dabei war, was ihr unbedingt braucht. Also schreibt uns oder kommt vorbei. Und wir haben noch die Weihnachtsaktion. Gibt jeden Tag einen Weihnachtsstoff in unserem Adventskalender. Ja, unser täglicher Instagram-Post. Mhm. Da sind dann immer die Aktionen drin oder die Aktion, ja, was es am Tag einfach gibt. Genau, eine Aktion an einem Tag, wie ein Türchen, das sich öffnet. Ja. Und wenn ihr ins Geschäft kommt, habt ihr die Chance, natürlich im Adventskalender ein Türchen zu öffnen, wenn ihr eine Sechser würfelt. Mhm. Also als Erste. Als Erste. Als Zweite das, was, ist zu spät. Was hinter dem Türchen gibt, das ist dann euers. Genau. So sieht's aus. Haben wir alles gesagt? Ja, mag ich Nikolaus. Viel Spaß. Ja. Schöne Nikolausi. Ja, bis dahin. Tschüss. Schönen Abend. Bis nächste Woche.